Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Divinity. Divinity. Ja, letzter Part. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind an einem Ort, wo wir den Gegnern ganz schön auf die Fresse gegeben haben. Und wir sind jetzt eigentlich ziemlich gut geskillt, so wie ich das sehe. Haben auch schon Zombie-Hunde gesehen. Muss mal kurz ein bisschen lauter machen. So. Und, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. So, aber wir haben hier noch eine Truhe und wir haben hier noch coolen Stuff drin, womit ich jetzt erstmal die Eisgranate nehme und, genau, die Plattenrüstung kann ich nicht nehmen, weil zu stark oder viel zu hohe Stärkeanforderungen. Ja, die Schuhe sollte ich anziehen, weil ich habe gesehen, dass ich keine Schuhe anhabe, warum auch immer. I don't know. Und vielleicht kann unsere Roderick diese Rüstung nehmen, weil sie genug Stärke hat. Yep, kann sie. Obwohl es eigentlich nicht viel Sinn macht, weil unsere Rüstung sowieso besser ist. Was ist denn mit dem? So, jetzt ist es wieder richtig. Was ist denn mit unserer, wie heißt die nochmal? Wie heißt die nochmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit unserer, Dolchmeisterin. Und, ja, wie man sieht, hat die eine schwächere Rüstung, deswegen werden wir auf jeden Fall... Warte mal. Nee, nee, AP-Kosten ist ganz normal, also ausrüsten. Hallo? Hä? Einen Moment mal kurz. Elegante Metallrüstung der Lebenskraft. Ausrüsten. Es zieht aber Heilung ab. Ach nee, gar nicht. Es zieht nicht Heilung ab, sondern es gibt uns mehr LP. Deswegen, wir sind noch auf 196, aber wir haben ja jetzt mehr. Deswegen ist der Balken länger geworden, im Grunde. Deswegen. Ah, jetzt. Interessant. Weil hier haben wir zum Beispiel nur, hier haben wir plus 14, ja gut, das bringt eh nichts, weil es genauso viel ist. Ja, egal, auf jeden Fall ist der Balken länger geworden und wir haben jetzt mehr LP, die wir nutzen können und ja. So, mit dem Jahorn können wir direkt mal hier den Charakter mal heilen und dann hat die, soweit ich weiß, auch wieder mehr Heilung. Und ich möchte eigentlich schon wieder fast zurückgehen, ich kann ja mal speichern und gucken, was da unten ist. Manchmal ist mir doch ein bisschen zu laut jetzt. Möchte ich mal zurück zur Stadt und mir ein bisschen Heilung wieder beschaffen. Also Nahrung oder Elixiere, je nachdem. Und ja, was haben wir hier oben? Wir haben hier einen brennenden Wald. Und ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass hier wieder Gegner sind. Aber ich gehe erstmal nach unten. Ach, guck mal, hier sind wir jetzt. Hier sind wir im, weiß ich nicht, in wievielten Part gewesen und hier sind wir doch gewesen und haben diesen, diesen komischen Typen getroffen in der Höhle. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, mehr Cedric oder so? Glaube ich nicht, ich weiß es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, der hat auch so komisch gesprochen und da waren auch, da sind wir auf jeden Fall zu diesem verlassenen Haus am Ende rausgekommen. Und die Musik ist nicht mehr so bedrohlich. Das heißt, wenn wir Glück haben, geht es hier friedlich zu. Hey, there's a dungeon just like this nearby. I'm sure of it. Do you think what we do here affects that place? Also das, was wir hier tun, das sieht mir nach einem Rätsel aus. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Das sind wahrscheinlich Elemente, Elementarkreise. Ja, ich guck einfach mal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass was wir hier machen, wie die Ratte gerade schon sagte, dass es vielleicht irgendwo anders Auswirkungen hat, zum Beispiel hier. Oh, so. Was müssen wir denn hier machen? Ich speichere nochmal vorsichtshalber, bevor wir jetzt hier drauf drin und verrecken.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das sowas ist, was wir in der richtigen Reihenfolge drücken müssen. Oder ist es vielleicht oben dieses dieser Baum, der jetzt vielleicht voller Wasser ist oder so? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Mach mal kurz einen Feuerangriff oder einen Wasserangriff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel bringt, aber man kann ja hoffen. So, jetzt haben wir... Jetzt haben wir was nass gemacht und jetzt können wir theoretisch das benutzen. Also, keine Ahnung. Was ist das hier? Ist ein Grabstein. Wasser, Erde, Luft... Mein Gott, kannst du mal aufhören zu reden? Wasser, Erde, Luft, Feuer. In der Nachbildung dieser Zelle... wendet sich euer Doppelgänger gegen euren Verbündeten. Was? In der Nachbildung dieser Zelle wendet sich euer Doppelgänger gegen eure Verbündeten. Unser Doppelgänger in der Nachbildung dieser Zelle. Also, dass es Elemente sind, das habe ich mir schon gedacht, aber es ist auf jeden Fall ein Rätsel. Was haben wir hier? Ein Stein? Zum Schürfen. Ja, irgendeiner hatte doch eine Schaufel. Ach, zum Meinen. Da brauchen wir bestimmt so eine, was ist das überhaupt hier? Ist das so ein Erz oder was soll das sein? Ich denke mal, ein Erz ist das, Eisenerz oder so. Und da brauchen wir bestimmt eine Spitzhacke für. Eine Spitzhacke. Was hat denn die andere Ratte noch zu sagen? Hat die vielleicht irgendeinen Tipp? Hallo? Hallo? Ein Rätsel. Wasser, Erde, Luft, Feuer. In der Nachbildung dieser Zelle wendet sich euer Doppelgänger gegen euren Verbündeten. In der Nachbildung dieser Zelle. Müssen wir vielleicht alles gleichzeitig drücken? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es viel Unterschied macht, was wir jetzt hier drücken. Behalten wir den Ort auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Leichen noch irgendwas bei sich? Nö. Doch, ein Knochen. Wahnsinn. Kann man ja direkt mal verzehren. Rüstung plus 6. Bekannter Effekt jetzt. So, in der... in dem Haus waren wir schon, ne? Genau. Gucken wir mal, was hier ist. Oh, was ist das? Feuerelementar. Stufe 4. Und ein untoter Pyromane. Und hier ist schon wieder so eine... Warte mal, was haben die denn untersuchen? Feuerresistenz 2. Ach, die sind gegen alles resistent eigentlich, ey. Was ist mit dem hier? Ein Wucht. Verringert den Schaden, den ihr durch Wucht Waffen erleidet. Also Wucht, das ist halt, weil es ein Skelett ist. Also Wucht ist sowas wie eine Keule oder sowas. Haben wir eine Wuchtwaffe? Ich meine, ich habe ja hier so ein, es ist Schnittschaden. Oder? Das ist Schnitt, ne? Ja. Das ist bestimmt auch Schnitt. Ne, Stich.
Luft. Ja, und Stich. Ja, ich habe keine Wuchtwaffen, das ist das Problem, aber wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Auf in den Kampf, für Ehre. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Hui. Ja, eigentlich will ich nicht. Na, es ist eh zu spät. Aber wieso bin ich schon wieder mit dem Charakter, der am weitesten weg ist? Ich würde sagen, ich bleib hier erstmal hinter der Ecke. Mitternachtsöl. Sie zirkt ja eine Ölfläche, bringt sowieso nicht viel. Wir können direkt einmal eine Dampfwolke machen und dann mit Johorn das Ding gleich elektrifizieren, wie wir schon den Plan hatten. Eigentlich hätte ich auch von irgendeinem Typen schießen können, aber jetzt ist egal. So, und Angriffshaltung plus. Ja, die kann auch nicht viel machen. Deswegen bleibt die mal zurück. Ah, Vampirbüro muss ich weiter dran sein. Ja, ich weiß nicht, ob Wasser viel Sinn macht jetzt hier. Also. Ein Ziel ein. Können wir den einfrieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das einfrieren können. Schockierende Berührung. Langsamer Strom. Was hat er denn sonst noch so? Berührung der Fäulnis. Ach, das muss auch näher ran sein. Und Eid der Entweihung. Erhöht den. Ja, erhöht den durch einen Verbündeten verursachten Schaden. Also wenn ich es jetzt auf mich mache, also kann ich das jetzt auf den Gegner machen oder wie? Hundertfünfprozentige Wahrscheinlichkeit für 3 Runden den Status Eid der Entweihung hervorzurufen. Achso, ich denke mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem hier Schaden mache, dass es dann höher ist. Machen wir mal auf die hier. Hier schon mal ein bisschen vor. Na, ja, hat wohl nichts gebracht. Oh, sie kommen. Verfehlt. Schriftrolle des Feuerschildes zaubert ein Feuerschild für euch selbst. Feuerschaden. Absorbiert Feuerschaden. Ist das jetzt eigentlich ganz nützlich? Dann würde ich sagen, machen wir das mal auf den hier. Oh. Menschliche Fackel. Einmal haben wir wenigstens. Das können wir auch Berührung der Fäulnis machen, aber ja. Bei denen bringt das jetzt eh nicht viel. Ich würde das nur bei einem starken Gegner machen. Die sind ja jetzt nicht gerade stark eigentlich. Ja gut, wir sind bei voller Heilung, das brauchen wir nicht. Verschießt einen Blitz. Das hat nicht gerade viel gebracht. Oh damn. Oh damn. Oh, ich sehe ja fast gar nichts mehr.
Dann machen wir nochmal Heilung auf die. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen halt. Oh, ich sehe fast nichts, ey. Bei mir ist alles rot. So. Elektrifizieren würde ich das hier ganz gerne. Ich habe ja eigentlich, ja, ich habe nicht so viel AP, ne? Also wenn ich jetzt hier hinlaufe, dann kann ich eigentlich noch... Warte mal. Ah, shit. Hat er jetzt ein Feuerschild? Oh, ich muss die heilen, ey. Was soll ich machen? Ich komme da halt sonst nicht hin. Ich gehe mal außen rum. Hä? Ist das jetzt, wenn ich renne? Alter. Eigentlich kann ich gar nichts machen, ne? Außer Sichtweite. Ja, das ist jetzt nicht so einfach, ey. Ich kann nichts machen. Ich krieg nur Schaden ohne Ende. Ich hoffe, dass das verschwindet, wenn der tot ist hier. Wahrscheinlich aber nicht. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das weggeht, wenn ich diesen Regeneffekt mache. Kann ich vielleicht, wo ist denn diese andere Hexerfähigkeit? Auch hier, die kann ich nicht machen, weil... Warum? Ah, verfehlt. Arschknapp. Erstmal muss ich die Leute heilen. Ja, das Problem ist, ich habe halt echt arschwenig Heilung, ne?
so wenig Heilung.